ihr seid bei Reputation TV. Mein Name ist Visavi. Deine Message an Merkel, das war die allererste Reputation Challenge. Und die Bundesregierung hat eure Botschaft mittlerweile tatsächlich erhalten. Heute wird unser Regierungssprecher Steffen Seibert eure Botschaften, eure Messages an Merkel kommentieren. Mal schauen, was er dazu zu sagen hat. Reputation, deine Message, dein Mic. Wir sind jetzt hier bei Steffen Seibert im Büro. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Auch wenn wir uns natürlich sehr freuen, dass Sie sich Zeit genommen haben, muss ich mal direkt eine Frage unserer Kandidaten an Sie weiterrichten. Der ein oder andere hätte sich, glaube ich, auch gefreut, wenn Angela Merkel die Botschaften unserer Kandidaten quasi direkt entgegengenommen hätte. Sie hatte aber keine Zeit. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das viele gefreut hätte, aber man muss auch verstehen, dass auch eine Bundeskanzlerin ihre Zeit ein bisschen einteilen muss. Und sie hat, also das klingt jetzt banal, wenn ich das sage, aber sie hat extrem viel um die Ohren. Es geht ja darum, politische Botschaften in Form von Rap-Songs zu präsentieren. Deswegen muss man natürlich auch mal gleich zu Beginn klären, haben Sie überhaupt irgendeinen Bezug zu Rap? Ich habe eine Zeit lang sehr viel Rap gehört. Also das ist schon eine Kunstform, die es ein bisschen länger gibt. Ich habe 3 Jahre in den USA gelebt, Anfang der 90er Jahre. Ich weiß, ich war mal in einem Tribe Called Quest Konzert. Und dann gab es eine Gruppe, die fand ich ganz toll. Da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht. Da fiel mir der Name nicht mehr ein. Wu-Tang Clan oder so ähnlich. Absolut so, richtig, ne? Komplett. Frau Merkel, das geht an Sie. Oh. Hallo, Frau Merkel, ich hätte da mal ein paar Fragen. Warum schrumpft der Mittelstand, während die Reichen absahen? Steuerverschwendungen, ey, sie gleichen Ablage. Und es wird weiter erwartet, dass wir die Scheiße bezahlen. Doch das Geld fließt wie Shampoos, wird teuer verhaut. In irgendwelche Werke, die sie heute noch bauen. Ich würde mal jetzt eine Frage konkret direkt an Sie weitergeben, nämlich warum schrumpft denn der Mittelstand, wenn die Reichen weiter absahnen? Naja, das ist ja zuerst mal eine Behauptung, dass der Mittelstand schrumpft und die Reichen absahnen. Wir haben ein Land mit einer, in dem Einkommen und auch Vermögen sehr ungleich verteilt sind. Das ist nichts Neues. Das muss per se auch gar nichts Schlechtes sein. Also ich glaube, dass in einem frei wirtschaftenden Land es immer auch möglich sein muss, dass Menschen deutlich mehr haben als andere. Wichtig ist, glaube ich, dass jeder, auch der, der wenig hat, die Möglichkeit hat, durch Arbeit, durch Bildung, seinen Zustand, seine Lage zu verbessern. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als dass man sagt, da oben darf einer nicht, der darf nur so und so viele Millionen, aber nicht so und so viele Millionen haben. Das bringt am Ende, am unteren Ende der sozialen Skala nichts. Die Armut ist ja, glaube ich, in dem Bereich oder in dem Alter zwischen 14 und 27 in Deutschland am höchsten. Was tut man denn konkret, um eben diese Armut unter Jugendlichen, unter jungen Menschen zu verringern? Na gut, viele junge Menschen gelten deswegen als arm, weil sie in Hartz-IV-Familien, Arbeitslosengeld II, leben. Das ist ein Armutsrisiko, ist klar. Da ist die Zahl im Übrigen um eine 6-stellige Zahl gesunken, auch in diesem Berichtszeitraum 2007 bis 2011. Und trotzdem heißt das nicht, dass alles gut ist. Wir müssen versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass möglichst viele Menschen arbeiten können. Arbeit ist der Weg aus Armut. Der beste jedenfalls. Dem steht Bildung noch als erster Schritt bevor bei jungen Menschen. Getrieben von Macht und Gier, vergesst ihr die Massen hier. Christlich-demokratisch, Gott hat uns längst verlassen hier. Der Weg zur Verdammnis ist der Pfad, den wir gerade pflastern. Kein Brot für die Welt, nein, nein, Leopardpanzer. Wirtschaft ist das A und O, finanzielle Sollerfüllung. Geht's um Militäreinsätze, bin ich für eine Volksabstimmung. Ich hab kein Vertrauen mehr, Tage werden hässlich. Niemand kann euch stoppen, kann es kann im Edit. Da regt sich natürlich schon was in mir, wenn ich in dieses Plakat kleben sehe, von zerfressen von Macht und Gier, vergesst ihr die Massen hier oder irgendwie sowas. Das kommt sicher gut und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sagen, ja genau so ist es. Das halte ich für total falsch, wenn ich das so sagen darf. Also wir haben vielleicht, man kann über Deutschlands Politiker sagen, was man will, aber dass sie sozusagen in irgendwelchen, dass sie sich wahnsinnig bereichern und in goldenen Karossen durchs Land fahren und keinen Kontakt zu den Massen haben, das mögen sie in manchen afrikanischen Ländern finden, ja, aber das ist nun echt nicht die Situation hier. Aber woher kommt denn das, dass so viele den Eindruck haben? Er ist natürlich nicht alleine fragen, mit diesem Eindruck. Das kann ich mir vorstellen. Fragen Sie ihn. Ich glaube, wir haben 600 und ein paar Abgeordnete, die
jedes Wochenende in ihrem Wahlkreis sind, die da leben, die nun wirklich nicht, wer in Deutschland richtig reich werden will, der geht doch nicht in die Politik. Ein weiteres kontroverses Thema, was Brad Pitt in seinem Song angesprochen hat, sind die geplanten Panzerauslieferungen nach Saudi-Arabien. Kann man kurz und knapp sagen, hat das was mit Friedenssicherung zu tun oder ist das am Ende nur gut für die deutsche Wirtschaft? Es geht nie darum, dass wir die deutsche Wirtschaft stärken wollen, wenn die Bundesregierung einen Rüstungsexport genehmigt, sondern es geht darum, dass man es sinnvoll findet oder vertretbar, einem bestimmten Land eine bestimmte Waffe zur Verfügung zu stellen. Da sind dann Fragen von Partnerschaften dabei, da sind Fragen von Stabilität einer ganzen Region dabei. Wir geben keine Waffen, die zum Angriff schon gar nicht gegen die eigene Bevölkerung taugen, sondern wir geben Waffen, wenn wir geprüft haben, wie ist die Situation in dem Land, wie ist die Situation in der Region und ist es in unseren Interessen, da Waffen hinzugeben. Und trotzdem, und das, da gibt es dann immer wieder Diskussionen, gibt es auch Länder, die nicht unser Menschenrechtsverständnis haben oder wo wir immer wieder auch über Menschenrechte diskutieren müssen, die Waffen bekommen haben. Das stimmt. Und gerade im konkreten Fall jetzt Saudi-Arabien, es ist natürlich so, da herrscht noch Folter. Frauen haben, glaube ich, ohne die Zustimmung ihres Mannes im Endeffekt überhaupt gar keine Rechte. Es gibt immer wieder Konflikte mit Iran beispielsweise oder Israel. Ist es denn nicht dann einfach ein riskanter Fall am Ende des Tages zu sagen, man liefert trotzdem Waffen dahin? Also wonach also, wird das dann? Ich kann jetzt über irgendwelche konkreten Geschäfte nicht sprechen, einfach deswegen, weil die konkreten Entscheidungen, die dazu gefällt werden, erst dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wenn sie im Rüstungsexportbericht dem Bundestag veröffentlicht worden sind. Und da muss ich mich dran halten. Es gibt da schlicht und einfach eine Geheimhaltung. Danach kann es diskutiert werden. Deswegen kann ich jetzt nur generell darüber sprechen, dass Saudi-Arabien, wo all das stimmt, was Sie gerade gesagt haben, natürlich trotzdem ein Land ist, das in dieser Region Mittlerer Osten mit dafür sorgt, dass das Gleichgewicht zum Beispiel gegenüber dem Iran, der eine sehr aggressive und expansive Rolle dort spielt, nicht gefährdet wird. Es herrscht Chaos in Haus. Zionismus, der Schadstoff, der überrollt ohne Pardon. Israel, der Öltropfen im arabischen Wasserglas. Opfer werden Täter und das Opfer wird ein anderer. Angela, komm jetzt nicht mit Antisemit. Ich weiß, für Kritik sitzt der Schwanz viel zu tief. Religion ist Zuflucht und Trost für den, der sucht in der Not und hat mit dem Konflikt partout nichts zu tun. Will weder Juden noch Moslems anprangern. Hass ist ein Kreislauf, das weiß auch des Teufels Handlanger. Amerika, überlegen gegenüber jedem Staat, füttert Rüstungspolitik, damit man reiche Wähler hat. Wir verkaufen Panzer, das Geld stinkt nach Blut. Wirtschaft und Moral passt halt nicht gut und dein Hut. Jetzt mal unabhängig vom Inhalt, das hat Ihnen quasi so vom Flow her, vom Vibe gut gefallen. Wenn Flow das Fachwort ist, dann hat mir das vom Flow her gut gefallen. Okay, ja, das fand ich gut. Da kommt natürlich ein sehr kontroverser Satz drin vor. Ich zitiere ihn jetzt mal. Angela, komm mir nicht mit Antisemit. Ich weiß, für Kritik sitzt der Schwanz viel zu tief in Bezug auf Israel. Wie würden Sie diesen Satz interpretieren? Die Israel-Problematik habe ich verstanden. Mhm. Ich glaube, den anderen Teil, den erklären die uns dann ein andermal. Wollten Sie jetzt quasi von mir eine Interpretation? Naja, ich... Also im Endeffekt will ja Marabout damit sagen, dass wenn er sich jetzt kritisch Israel gegenüber äußert, dass das problematisch ist, weil... Nee, das habe ich verstanden. Mhm. Ich habe schlicht und einfach, jetzt sprechen wir es halt mal aus, ich habe nicht verstanden, was das mit dem Schwanz zu tief heißt. Es gibt da ja einen sehr bekannten Satz von Angela Merkel, der auch für viel Kritik gesorgt hat. Die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Vielleicht können Sie das ja mal ganz kurz erklären, so dass man das auch versteht, was genau ist damit konkret eigentlich gemeint. Der Staat Israel ist das Ergebnis des Willens der Juden, zu überleben, ihren eigenen Staat zu haben und nie wieder in eine Situation zu geraten, wo ihnen das passieren kann. Deutschland hat die Verpflichtung, diesem israelischen Staat, dieser israelischen Demokratie gegenüber, solidarisch zu sein. Und wir werden alles tun, was notwendig ist,
um Israels Sicherheit auch zu sichern, politisch. Falsche Wertvorstellung bringen Leute in den Knast. Neid ist Gift, sie wollen noch heute, was der andere hat. Ihr habt Gehirne gewaschen und das ist euer Erbe. Es sitzen aber tausend Zellen ohne Recht und Werte. Ich sah sie mit eigenen Augen weinen. Durch Urteile, die auch den stärksten Glauben zerreißen. Wegen Weed und Hasch gehst du Jahre in den Knast. Fickst du Kinder halb tot, sie Gnade über Hass, was? Und sag mir nicht, ich bild mir das ein. Kann's nicht in Worte fassen, auch nicht mit noch wilderen Rhymes. Ja, DKKD, das ist auf jeden Fall ein heikles Thema. Er spricht da so ein bisschen das an, was viele Jugendliche ja auch immer sagen, dass das Strafmaß in Deutschland irgendwie so ein bisschen ungerecht ist. Er redet jetzt gerade zum Beispiel von Haschkonsum oder von Cannabisverkauf, wie auch immer. Es gibt beim Handel und Besitz von Cannabis in größeren Mengen ein Jahr Freiheitsstrafe, ungefähr, und für die Einfuhr mindestens 2 Jahre Freiheitsstrafe. Im Vergleich dazu, sexuelle Handlungen an einem Kind 3 Monate bis zu 5 Jahre. Kann man sagen, dass das, er sagt ja auch, ich bilde mir das nicht ein. Ist es so, dass das Strafmaß in Deutschland teilweise ungerecht ist? Würden Sie das so unterschreiben? Also ich bin ehrlich gesagt kein Jurist und deswegen kenne ich nicht die Strafmaße für einzelne Strafen. Ich glaube, dass wir inzwischen in Deutschland Gott sei Dank so weit sind, dass wir jegliche Art von sexuellen Missbrauch von Kindern wirklich als den Horror erkannt haben, der es ist. Und auch entsprechend juristisch dagegen vorgehen. Ich kann jetzt das nicht in irgendeine Beziehung setzen zu Drogenstraftaten, weil ich mich schlicht und einfach nicht auskenne, wie da die Urteile sind. Aber es gibt Gründe, warum in Deutschland Drogenhandel verboten ist. Und solange es die gibt, muss es auch Urteile geben. Ich glaube nicht, dass man, wenn man das tut, was er da andeutet an sexuellem Kindesmissbrauch, dass man mit so einer leichten Strafe davonkommt. Und welchen Einfluss hat die Bundesregierung auf Strafmaße? Nur die Bundesregierung kann natürlich Gesetze verschärfen. Die Justizministerin kann solche Vorschläge machen. Wir können das dann beschließen und der Bundestag, also wir können es dem Bundestag vorlegen als Gesetzentwurf und der Bundestag könnte darauf reagieren. Oft ist es ja aber auch gar nicht die Frage, wie das Gesetz, sagen wir mal, welches Strafmaß vorgesehen ist, sondern oft ist die Frage, wie nutzen Richter das aus, was sie an Spielraum haben. Aber ich will mich jetzt hier nicht in so eine Richterkritik hineinhängen, weil ich dazu ehrlich gesagt juristisch zu wenig davon verstehe. Die Arbeitslosenrate ist eigentlich schon geplatzt, vielen wurde keine Arbeit, sondern eine Maßnahme verpasst, damit man nicht sieht, dass der Staat es verkackt. Das ist euer Weg aus dem Index, der euch ein Lächeln verschafft. Wie heißt es, helft ihr lieber selber oder lasst dich halt rechnen? Mit Arbeitsamt bist du aufgeschmissen, kein Wunder, dass sie stechen. Kein Wunder, dass sie einbrechen, wenn sie in Trümmern schlafen, sich in Felsen angucken müssen, was Schnösel alles haben. Wir müssen ja gar nicht unbedingt über den Text konkret reden von Christ, sondern er hat selbst in seinem Leben schon 5 Maßnahmen mitgemacht, hat einen Hauptschulabschluss, hat jetzt ein sogenanntes EQJ, ein Einstiegsqualifizierungsprogramm für Jugendliche. Das heißt, er macht ein Langzeitpraktikum bei Netto für 1 Jahr, kriegt dann eventuell eine Ausbildung, die dann auch nochmal 3 Jahre dauert und er empfindet das als eine gewisse Ausbeutung. Können Sie das nachvollziehen? Halten Sie das für gerecht und eine Lösung, irgendwie junge Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht so leicht haben, so einzugliedern? Im Grunde ist es ja erstmal nicht schlecht, dass es Maßnahmen gibt. Maßnahme klingt immer erstmal unschön, aber was ist es? Es ist der Versuch, denen, die Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, voranzukommen, nochmal eine Zusatzqualifikation vielleicht zu vermitteln, damit es dann besser läuft. Das ist im Prinzip nicht falsch, dass das im einzelnen Fall auch mal die falsche Richtung sein kann oder ihn nicht weitergebracht haben kann, das ist möglich. Aber im Grunde sage ich, gut, dass wir hier ein System haben, wo einer nicht einfach dann auf der Straße steht, sondern wo die Agentur für Arbeit sich bemüht, ihm nochmal was anzubieten. Das halte ich für kein schlechtes System. Eine Sache, die ich tatsächlich auch leicht kontrovers finde, die er natürlich in dem Lied sagt, mich würde interessieren, wie sich das anfühlt, wenn man das hört. Er sagt ja, oder er rechtfertigt ja im Endeffekt Gewalt und Kriminalität unter Jugendlichen mit dem Versagen der Politik. Trifft einen das in irgendeiner Form, wenn man das so hört? Nein, da würde ich sagen, da lügt er sich in die Tasche. Das ist natürlich nicht so. Niemand, der gewalttätig wird oder straffällig, kann dafür, sagen wir mal, andere
in Haftung nehmen, kann sagen, tja, wenn die Politik mehr für mich getan hätte, müsste ich jetzt ja hier nicht. Das funktioniert nicht so. Dazu gibt es viel zu viele Beispiele von Jugendlichen, die ganz schwierige Startchancen hatten, die aus ganz schwierigen Elternhäusern kommen, die auch null Unterstützung vielleicht hatten und die trotzdem einen anderen Weg gegangen sind. Also fände ich denen gegenüber sehr unfair, wenn ich sagen würde, tja, okay, dann ist sozusagen ist auch völlig in Ordnung, sich mit Straftaten selbst zu helfen. Das finde ich nicht richtig. Mann, wir haben die Schnauze voll, anstatt in Südtirol machen sie mal Urlaub und dann voll. Wir sind für so Kaninchen, ohne dass wir es mitkriegen. Weil können sie sich so hinbiegen, wie sie halt wollen. Jeder fällt von den Intrigen mit Steuerhinterziehung. Doch wir dürfen schaffen gehen, denn wir sind nur das Volk. Wenn man einen Zuwandererstatus hat, muss man sich bis 23 entschieden haben, welchen Pass man möchte. Ich glaube, wenn, also sollte es der Fall sein, dass die SPD und die Grünen die bevorstehende Wahl gewinnen, die wollen ja diesen... die doppelte Staatsbürgerschaft erleichtern. Die CDU und natürlich somit auch Angela Merkel sind dagegen. Warum? Unser Grundsatz ist, und das kann man dann kritisieren, aber das ist der Grundsatz, ist, dass man mehr Staatlichkeit, mehrere Pässe eher vermeiden soll. Dass es da Loyalitätskonflikte geben kann, schwierige bürokratische Fragen, dass also der Grundsatz eher sein sollte, eine Person sollte einen Pass haben.